Einen wunderschönen und äußerst angenehmen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist Jamie und willkommen zurück zu Disney Mickey Epic, dem epischen Mickey Mouse Spiel aller Zeiten. Wir werden in diesem Part mal schauen. Guck mal hier. Dass wir die fliegenden Bücher einsammeln und die Gemälde reparieren. Nur noch eins. Perfekt. Wir haben schon ein bisschen was gemacht, so. Die ganzen Sachen hier sind ruhig, was ich sehr gut finde. Aber es gibt noch einiges zu tun hier. Wir müssen ja dieses Gesicht hier in der Glaskugel ja auch irgendwie ein bisschen chilliger machen, oder? Glaub ich zumindest. Würde ich auch machen, so, ne? So, das war diese Geschichte. Die Bücher sind ruhig. Du hast das Geheimfach aktiviert, in dem der Totenkopf verborgen war. Reparieren wir ihn. Hä, will das nicht runterzählen? Also... Auf der Wii hat er immer runtergezählt. Ist das ein Bug? Oder lag das daran, dass wir von außerhalb... Die Geister mögen dich. Sie haben eine Treppe aus Bücherregalen gebaut. Sollen wir draufgehen? Nicht draufgehen, sondern raufgehen. Das war gerade seltsam. Eigentlich muss man immer um sein Leben rennen. Gut gemacht. Die Geister sind in die Totenköpfe zurückgekehrt, in denen sie hausen. Danke. Beruhige die Bücherregale der Bibliothek. Okay. Okay, ansonsten ist hier nichts. Dann gehen wir mal hier hoch, ne? Da oben wartet nämlich noch ein Kobold, da gerettet zu werden. Einen mussten wir leider zurücklassen. Das tut mir wirklich leid. Im letzten Part ist das nämlich so passiert. Obwohl ich das nicht unbedingt wollte. Wir haben keinen Amboss, keine Skizze mehr. Scheiße, wo kriegen wir sowas jetzt weg? Irgendwas zum Kaputtmachen brauche ich. Ich habe keine Skizze mehr. Shit. Irgendwie dumm, wenn man keine Amboss-Skizze mehr hat, ne? Vielleicht kann ich da ja noch irgendwas zerstören, was mir die Skizze gibt. Weil ohne Skizze ist nicht gut Kirschen essen. No idea. Ach Bruder, das darf doch nicht wahr sein. Nur weil mir jetzt eine Skizze fehlt, oder wie? Ich habe eigentlich nie irgendwie das Problem mit Skizzen. Das war das letzte Gemälde. Madame Leona wird sich sicher dafür belohnen, dass du ihre Sammlung sortiert hast. Hier ist nichts drin, ne? Das ist wirklich sehr interessant. Hier ist auch wirklich nichts mehr zum Kaputtmachen. Das ist unglaublich. Nichts gefunden hier. Ich hatte noch nie ein Skizzenproblem. Real Talk, noch nie. Das passiert mir gerade zum ersten Mal. Aber warum gibt es in diesem Raum keine Skizze? Ich meine, einfach so rüberspringen kann ich ja auch nicht. Oh, doch, kann ich. Was ist hier? Die Axt! Das ist wohl die Axt, die Konstanze benutzt hat. Wir sollten sie Rudi wiederbringen. Nice, wir haben die Axt gefunden. Jetzt gibt mir irgendwas Wichtiges. Nein!
Autschi. Aber ich glaube, wir brauchen es gar nicht. Nee, nee. Wir kriegen nicht mal was. Mann. Wir kommen nämlich so hier rüber. Das ist natürlich optimal. Du scheiß Buch. Perfekt. Stirb. Nice. Perfekt. Ich hatte gerade echt Angst, dass wir da nicht mehr rüberkommen. Also ich habe wirklich mit meinem Leben schon abgeschlossen. Vorhin habe ich eh nicht mehr damit gerechnet. Voll nachdem wir diesen einen Kobold nicht holen konnten, den ich so gern gehabt hätte. Hallo, du scheiß Buch. Hä? Komm zu mir zurück und es gehört dir. Was war das denn gerade? Na egal. Warst du fleißig, Maus? Du hast meine Gemäldesammlung aufgeräumt. Danke, bitte nimm diesen Anstecker, den nur echte Kunstliebhaber erhalten. Repariere Leonas Gemälde. Abgeschlossen. Du hast all meine entflogenen Bücher eingefangen. Danke. Hier dieser Silberanstecker ist für die Unannehmlichkeiten. Fangen die fliegenden Bücher. Perfekt. Kehre zu Lanen Sumpfern zurück. Bitte grüß ihn von mir, wenn du nach Sumpfern zurückkehrst. Du hast meine rastlose Bücherregale beruhigt. Ja, wir haben alles gemacht, was du wolltest. Ich will es aber trotzdem noch einmal nach oben laufen. Hier geht es raus. Na los. Oh nein, sieht aus, als müssen wir durch diesen Sabba hindurch. Also Slobber. Oh nein. Nach deinen guten Taten kann ich nicht zulassen, dass dieses Böse dich befällt. Ich werde meine mystischen Energien herbeirufen, sie benutzen, um diese widerliche Kreatur zu vertreiben. Nieder, nieder mit dem ekligen Slobber. Schmelz hinein und weg wird er sein. Da, auf Nimmerwiedersehen. Neuen Gegenstand gefunden. Kunstfreund. Perfekt, wir können jetzt weiter. In den nächsten Room. So, aber wir müssen noch einmal kurz hier rauf. Das hat... Nein! Ach, warum musste jetzt genau da stuck sein? Meine Fresse, ich will nur die Konzeptart haben. Dann will ich mich verpissen. Wieso denn? Es hat doch eben so gut geklappt. Mann. Das nur, weil ich keinen Amboss-Skizze mehr habe. Perfekt, jetzt geht's. So. Oh nein, nicht runterfallen. Vielen Dank, Leute. Ich verspreche mich irgendwann zu revanchieren. Jetzt sollte ich mich von Leona fernhalten. Sie mag mich nicht besonders. Bis bald. Ach echt? Cool. Ich glaube, jetzt können wir verduften. Perfekt. Möchtest du den Ballsaal betreten? Yes, indeed. I want to enter the ballsaal or the manor ballroom. So hieß das doch im Englischen, oder? Aber dass wir gerade mal einen Teil von Dawn... Ich hab die Spinne nicht gesehen. Scheiße. Hm? Was geht denn jetzt ab? Ach so, ich bin dumm. Vom Handy war so das Icon für WhatsApp Web. Und ich dachte mir so, hä, wieso WhatsApp Web so? Und dann sehe ich in meiner Taskleiste, dass WhatsApp Web an ist. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen öfters drauf achten, oder? Ich dachte, ich kann da raufspringen. Na egal. Da ist es.
Perfekt. Haunted House Part 2. Möchtest du den Ballsaal betreten? Yes. Oha, was ist das hier? Okay, bewegen tun sie sich nicht. Ja, toll, ich habe keinen Amboss. Digga, das nervt mich jetzt gerade, dass ich keine Amboss-Skizzen habe und die gibt's hier nirgends. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass es jetzt komplett dran scheitert, weil ich keine Skizzen mehr habe. Gebt mir Skizzen. Wieso kriegt man die nicht? Will mich dieser Scheiß hier komplett verarschen? Die Orgel funktioniert nicht. Ich würde sie ja reparieren, aber Dampf ist nicht meine Stärke. Jetzt sollten wir ihr helfen. Wir müssen eh die Pfeifen hochklettern. Der Ausgang ist oben. Das wird nicht leicht, wenn er sauer ist. Sei vorsichtig, wenn du mit dem Ding eine falsche Note triffst, könnte es dein Abschiedslied werden. Okay. Spiele die Orgel. Hilfst du mir? Schön, das zu hören. Hilf mir, mein Lied zu beenden, indem du auf die Noten springst, die ich bereitstelle. Interessant. Hä? Wie soll das sonst gehen? Das ist viel zu weit weg. Danke, Mickey. Du bist ein echter Held. Nimm diesen Anstecker und leb wohl. Der Weg ist frei. Wir können weiter. Spiele die Orgel. Okay, so schwer war das jetzt nicht. Mich nervt einfach nur gerade komplett, dass ich einfach keine Amboss-Skizzen habe. Dabei habe ich eigentlich erwartet, dass die mindestens im Spiel hier so dumm rumfliegen. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, hier hinzukommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Da ist nämlich ein Teil von Donald. Und ein Teil von Donald ist wichtig. Donalds Arm. Perfekt. Was ist hier überhaupt drin? Ein Kobold. Danke, Mickey. Es stimmt, was alle über dich sagen. Naja, alle außer Oswald jedenfalls. Willst du Amboss-Skizzen? Man kann sie für alles Mögliche nutzen, außer um aus dem Käfig zu entkommen. Ah, jetzt plötzlich habe ich wieder einen, ne? Wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe 3 Stück auf einem Haufen. Ja, moin. 3 Stück. War auf der anderen Seite nicht auch eine? Ein komischer Vogel. Tatsächlich war nur so ein Ding hier. Ein Bronzeanstecker. Geh weg. Hat der irgendwas Wichtiges zu sagen? Nein, ich werde dir nicht helfen. Du solltest dich verschämen. Warum sollte ich mich verschämen? Verstehe ich nicht. Ich glaube, ich kann da von oben runterspringen. Glaube ich. Ja, oder so.
Du hast mich gerettet, ich bin dir sehr dankbar. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich bin klein, aber ich kann fest zuschlagen. Für eine kleine Summe schlage ich auch den verrückten Arzt für dich. Ich würde es umsonst tun, aber mein Kriegerkodex verlangt ein Honorar. Stufus 100 E-Tickets für seine Hilfe zahlen. Also er kann für mich den Mad Doctor besiegen. Und ich muss nur 100 E-Tickets dafür blechen. Mach. Wenn die Zeit kommt, werde ich hier sein. Also wenn jetzt jemand anderes für uns kämpft, dann soll es mir recht sein. Okay, aber sonst ist hier nichts, oder? Es wäre natürlich auch möglich, ohne die Orgel zu spielen, das Ganze zu machen. Möchtest du den Dachboden der einsamen Villa betreten? Ja. So, jetzt betreten wir das Gebiet, was ich irgendwie am wenigsten verstanden habe in dem Spiel. K.A., was das sollte. Ja, am wenigsten verstanden. Warum? Ja, weil ich nie verstanden habe, wie ich das im Paint Path lösen sollte. Also mit Farbe machen. Das habe ich nie verstanden. Mittlerweile weiß ich, wie das funktioniert. Aber selber gemacht habe ich es nie. Das ist halt so das Problem. Den Dachboden der einsamen Villa betreten, um dich dem verrückten Arzt zu stellen? Ja, Mann, den Mad Doctor. Wir müssen ihn jetzt richtig einheizen. Wobei, er wird ja von jemand anderem eingeheizt. Wir müssen ja eigentlich nur das Gebiet betreten, dann ist der Kampf schon vorbei. So ein Ding ist das nämlich. Wir haben sogar Geblech dafür. Keine Kopfschmerzerei mit dem Mad Doctor. Da ist er, da hinten. Und da ist der letzte, nee, der vorletzte Donald-Teil. Der verrückte Arzt hat die Gleise, die durch den Dachboden führen, zerstört. Ha, du bist zwar hartnäckig, aber durch diesen Dachboden schaffst du es nicht. Diese Türen produzieren Kabeltronics. Mit diesen Maschinen kann er unendlich Nachschub schaffen. Wenn du die Generatoren nicht davon abhältst, Kabeltronics zu erzeugen, können wir nicht zum verrückten Arzt gelangen. Wie versprochen bin ich hier, um mich dafür zu revanchieren, dass du mich gefunden hast und befreit hast. Ich habe Angst vor Madame Leona, aber ich denke, der verrückte Arzt ist ein Aufschneider. Lass meinen treuen Schraubenschlüssel einen dieser nervigen Kabeltronics-Generatoren für dich auseinandernehmen. Presto, wie Magie! Das war's mit der Maschine. Sehen Sie, verrückter Arzt, nichts hält wirklich auf, wenn er mal in Fahrt ist. Hör auf, mich verrückter Arzt zu nennen. Ich werde einen Weg finden, dich aufzuhalten, Mickey. Noch zwei Krabbeltronic-Generatoren übrig. Wie versprochen, Kobalt Sophus erfüllt sein Versprechen. Sieh zu, wie ich diese Krabbeltronics-Generator nutzlos mache. Ja, Mickey, du machst ja echt eine tolle Show mit diesen Maschinen. Die Krabbeltronics-Armee des Volksarztes kann sich nicht mit uns messen. Ich heiße die Krabbeltronic-Armee des verrückten Arztes, du verflixter Kobalt. Sag es richtig! Noch ein Generator übrig. Und den müssen wir selber machen. Und da liegt noch eine Telefonskizze. Das hat mir gerade noch so gefehlt. Wenn ich nicht die ganze Zeit aufgehalten werde. Oh lol. Ach, weil einer dieser Kabeltronics auf den Schalter gelaufen ist.
Unmöglich, diese Maschinen waren unzerstörbar. Und übrigens, es heißt verrückter Arzt. Arrgh! Da wirst du bezahlen, Mickey Maus. Bekämpfe die Krabbeltronics. Auftrag abgeschlossen. Sie haben verloren, verrückter Arzt. Wo ist Ihre Krabbeltronic-Armee jetzt? Verloren? Ich werde meine Armee in Kürze aktivieren. Du wirst mich als Eroberer wiedersehen. Sie sind ein Animatronic. Sie sind ein Krabbeltronic. Ja, endlich verstehst du. Wenn das Phantom die ganze Falle beim Wasteland aufnimmt, überlebe nur die Animatronics. Ich werde als mechanischer König herrschen. Und zum letzten Mal nenn mich nicht, was? Meine Instrumente. Nein, nein! Huch, meinst du, er hat das gebraucht? Zurück in die Zivilisation. Deine Farb- und Verdünnerkapazität kann sich ändern, je nachdem, wie du mit wichtigen Charakteren im Wasteland umgehst. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich diesen Weg gemacht habe. Nun, da scheint der Weg nach draußen zu sein. So, ich habe kein einziges Mal meinen Verdünner erhöht. Das habe ich auch noch nie gemacht. Verrückter Arztanstecker. Perfekt. Aber ich bin ja hier noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Kapsel des verrückten Arztes. Wir müssen ja noch einmal nach oben. Und erst dann... wenn wir es nach oben schaffen, vorausgesetzt, ne? Ah, ich glaube, das geht über dieses Ding hier. Also kein Stress. Okay. Sehr interessant. Gut, dann gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Oder hier auf diesen Dingern drauf. Ja, das sollte gehen. Ach, guck mal, die Musik fängt einfach von vorne an, sobald sie einen bestimmten Punkt erreicht hat. So kann man das natürlich auch machen. So, dich wollte ich noch haben. Donalds rechtes Bein. Da fehlt nur noch ein Teil, aber das kriegen wir, soweit ich weiß. Ja, daran erinnere ich mich nur. Nicht in der einsamen Villa. Das kriegen wir... weiß ich nicht. Gar nicht oder so. Nein, Spaß, die kriegen wir noch. Da ist noch eine Kiste oben. Aber was das hier soll, weiß ich auch nicht. Lass uns auf jeden Fall noch an die Kiste da oben gehen und dann verschwinden. Das wäre so ziemlich das Einzige. Ich hatte echt Angst, dass wir jetzt irgendwie ein Amboss-Problem kriegen. Weil ich wollte das hier unbedingt im Let's Play gemacht haben. Wobei ich hätte dann eigentlich... theoretisch hätte ich mir die 100 E-Tickets auch sparen können, ne? Weil der Kampf wäre sowieso sofort vorbei gewesen, hätte ich mit dieser... Amboss- und Fernsehtechnik... Na, egal. Juckt keinen. So, wo ist der Ausgang? Ach, hier. Damit ist die einsame Villa auch schon beendet. Möchtest du nach Somfern zurückkehren? Yes, indeed. Gut, dass wir jetzt alle Raketenteile für die Rakete gesammelt haben. Die Geister kehren in die Villa zurück, nachdem die Orgel repariert hat. Also ich kann nicht wirklich sagen, dass ich das hier vermissen werde. Es war ziemlich langweilig. Außerdem habe ich gehört, dass eine große Sache auf dem Mickey Mill Mountain steigen soll. Je weiter ich mich von dem Ort entferne, desto besser. Bevor ich es vergesse, nimm dieses Stück von Donald. Oh, da ist es ja. Orgelwahnsinn, Auftrag abgeschlossen. Wir haben keine Lust mehr, damit Fußball zu spielen. Bis später, Kumpel.
Wir müssen schnell zu Mean Street zurück. Oswald wartet dort auf uns. Irgendwas ist auf dem Mickey-Müll Mountain. Ja, okay. Was? Du liebe Güte! Du hast alle meine Körperteile, das ist klasse! Auftrag abgeschlossen, finde Donalds Teile. Ich schätze, manche Dinge ändern sich nie. Neuen Gegenstand gefunden, Donald Animatronik-Anstecker. Kurz bevor ich Ostschauen verlassen habe, ich mal schnell beim See versunken. Mit einem Moody kann sich ja den Verdünner rauspumpen, aber er braucht dieses Zahnrad. Bring das Zahnrad zu Moody, er weiß schon, was zu tun ist. Repariere Donalds Boot. Ja, das kann man tatsächlich auch mal machen, ne? Junge, Junge, Junge. Fühlt sich gut an, wieder Arme und Beine zu haben. Ich wusste, ich kann auf dich zählen, Mickey. Vorher war ich einfach, sagen wir einfach, Daisy kann ziemlich launisch sein. Jetzt, wo ich wieder laufen kann, müssen mich diese blöden Geister in Ruhe lassen. Danke. Gut, gibt's noch irgendwen hier mit einer Mission? Hey, Mickey, diese Geister haben wirklich ein Chaos angerichtet. Anscheinend sind ein paar Brücken um den Sumpf herum verschwunden. Es wäre super, wenn du sie für mich reparieren könntest. Komm einfach wieder, wenn du fertig bist. Repariere die Brücken. Okay. Ja, das machen wir dann im nächsten Part. Wir werden uns im nächsten Part natürlich wieder, wie nach jedem Raketenteil, um unendliche Nebenquests kümmern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist eine wunderschöne Bewertung. Dann wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Disney Mickey Epic.